Hallo und herzlich willkommen zurück, oder ja, ich war nicht zurück, ja eigentlich schon, ne? Zweite Staffel, 7 Days, Tobi. Hey, 7 Tage die Woche. Hallo. Ja, hallo, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das alles geht, Tobi. Ja, ich auch nicht, hallo. Oh, nice. Oh, ich habe hier alles. Okay, ich nehme an. Was denn? An dieses Haus erinnere ich mich, das gab es auch ganz früher, aber das war schneebedeckter hier, ne? Kann das sein? Stehst nicht in so einem Haus, ne? Ich stehe auch an einem Haus. Wir müssen uns gleich einmal wieder finden, auf jeden Fall. Ich bin ja gerade noch dabei, irgendwie alles Mögliche. Ich habe ja so ein Auto mit allen möglichen Kisten und sowas. Und ich nehme alles mit, weil ich einfach keine Ahnung habe, was wir brauchen und was nicht. Oh, ich habe ein Buch gefunden, das heißt Nadel und Faden. Oh, oh cool. Oh, wie schön. Geil. Das finde ich ja nice. Durchgespielt. Tschüss, Erik. Okay, ciao. Ich habe ein Buch gefunden, das heißt Bogenschießen für Ranger Band 3. Oh. Ja, du bist halt wieder der harte Bastard. Für Range. Bogenschießen für Range. Dein Mikro, übrigens, dein Discord oder dein klinge ich bei dir auch so cool? Oh Gott! Erster Zombie. War hier kaputt. Habe ich eine Waffe? Nee. Ich habe nur meine Faust. Oh, in dem Haus ist natürlich direkt ein Zombie. Das ist natürlich ungünstig. Ich dachte im ersten vielleicht noch keiner. Oh, ja, ich habe auch einen hier. Geil, der lag auf dem Boden. Tschüss. Kann ich den boxen? Mann, bist du dumm, Junge! Danke! Nein, ich meine den Zombie hier. Ich habe die Tür ganz kurz aufgemacht und dann habe ich sie wieder zugemacht, dass er hingelaufen ist, weil er ein Idiot ist. Oh, er macht die Tür jetzt langsam kaputt. Ist, glaube ich, nicht so gut, was ich gerade mache und ich müsste eigentlich Pflanzenfasern sammeln, statt hier im Haus einzudringen. Oh, ich habe ihn angezündet. Geil. Tobi, was? Was geht denn mit dir? Oh, brenn, du Schwein. So, ich sammle schon mal Pflanzenfasern. Dann kann ich gleich einen Schlafsack platzieren. Die Frage ist, ist keine gute Idee, das hier im Haus zu machen, oder? Ich krieg die ganze Zeit neue Tagebucheinträge. Ich komme gar nicht hinterher. Oh Gott. Stirbt der auch, oder? Kann ich da nicht durch die Tür boxen, oder boxe ich dann die Tür? Oh, der kommt gleich. Okay, warte. Ich krieg auch die ganze Zeit Tagebucheinträge. Lol. So, warte. Der müsste jetzt gleich rauskommen. Ist aber hingefallen, der Idiot. Oh. Er ist tot. Hast du ihn geboxt? Oh, ja, der ist. Oder? Oh, ich hab meinen auch. Oh, ne, da liegt noch. Das ist unten, glaube ich, auch eine Fackel, oder? Ja. Kannst du ihn anzünden, bitte. Oh, der ist einfach. Der stirbt einfach. Ich wollte ihn gerade anzünden, der stirbt einfach, ohne mich zu fragen. Ja, zünd ihn trotzdem an. Geht das, wenn er liegt? Weiß ich nicht. Kann man hier, ich meine, damit keiner verwunden. Also, ne, damit hier keine Krankheiten ausbrechen und so. Ja, einfach rauf da, ist doch egal. In der Zombie-Epidemie ist es unabdingbar, die Verbreitung von Krankheiten zu vermeiden, Tobi. Oh Gott, das war ich selber. Ich habe verrottetes Fleisch gefunden. Ah. Das war mein Arsch. Was? 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 Drücke E, um alter Stuhl aufzuheben. Tobi, bitte. Oh, warte mal, hier geht's ja noch nach oben im Haus. Das ist bestimmt sehr... Wir müssen uns erst wieder finden auch, ne? Ja, das ist... Ja. Ja, das lass ich. Bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir haben es damals geschafft, Tobi. Jetzt sind wir eine bessere Version unserer selbst. Es sind Jahre vergangen und jetzt können wir alles viel besser als Vergangenheits-Tobi und Vergangenheits-Gronkh. Ja, ja, bestimmt. Glaube ich auch. Optimismus! So, okay, ich höre hier irgendwie manchmal Geräusche. Hier ist ein schönes Haus. Aber die Grafik, die hat sich ordentlich gemacht, kann das sein? Also sah schon damals ganz cool aus, aber jetzt irgendwie nochmal eine Spur geiler, ne? Ja, also ich, oder meine ich das jetzt nur, dass es damals so scheiße aussah irgendwie, aber das sieht echt krass aus mittlerweile. Nee. Ist eigentlich sehr, sehr schnuckelig, hat sich gut gemausert. Oh, hier ist noch ein Haus, bestimmt auch wieder Zombie, ne? Ich muss erstmal einen Schlafsack machen vielleicht. Oh, warte mal, Tobi, ich geh ins Haus. Komm her, griff die Fresse, komm her. Du kriegst aufs Maul. Oha, du kriegst aufs Maul, komm her. Ach, mit Frauen umgehen kann ich. Das ist meine Stärke. So, leere Gepäck.
Da kann ich alles durchsuchen hier. Ach so, liebe Freunde, ne, liebe Seven Days Veteranen übrigens, die sich sehr gut mit dem Spiel auskennen und es bereits seit 1000 Jahren spielen. Wie gesagt, wir haben es ewig nicht mehr gespielt. Und ich weiß, wir haben es mal gespielt. Natürlich über alle Maßen geil. Ja, und ich will diesen Bunker auch wieder machen, den wir damals gemacht haben. Ich weiß nicht, warum. Wir haben es damals einfach ausgetribbelt, das System. Kannst du ja sagen, was du willst. Ja, und ich würde es gerne wieder machen. Schaffen. Auf jeden Fall. Das Problem ist aber, es ist halt ewig her und wie gesagt, wir wissen beide halt gar nichts und wir müssen erstmal wieder reinkommen. Und ich weiß noch, man kann Sachen zerlegen später mit einer Schraubzwinge oder was das war. Mit der Wrench. Ja, aber das wird alles noch dauern, bis wir da hinkommen, bis wir das schaffen, bis wir das raffen, bis wir es wieder lernen. Das wird noch ein bisschen dauern. So. Ja. Das wird sehr lange dauern wahrscheinlich, aber seid deswegen bitte nicht so hart zu uns. Genau. Oh, ich habe übrigens einen Bauplan für elektrische Türen und Brücken gefunden. Hä, das ist voll geil. Und einen Bauplan für ein Jagdgewehr. Voll geil, Tobi. Sag mal, hier ist kein Zombie drin? Hier ist also oben kam bei mir noch eine eingeschleistert in der oberen Etage. Oh, geil, ich habe Klamotten gefunden. Okay, warte mal, ich glaube, man konnte sich auch anziehen, ne? Hä, wie sehe ich denn aus? Wieso konnte ich meinen Charakter eigentlich nicht designen? Fashion-Range. Wieso sehe ich denn... Wie sehe ich denn aus? Oh, ich habe einen Alteisenbrustpanzer gefunden. Das ist gut, ne? Oh. Was denn? Kann es sein, dass das auch der Charakter von damals ist? Nee, so habe ich nicht ausgesehen. Nee, glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so aussah. Also ich sehe halt aus wie so ein... Weiß ich nicht, wie ein Sheriff, der leichte Probleme hat, über Dinge nachzudenken. Oh. Ich glaube, das ist genau der Charakter von damals. Ja? Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Oh Gott, das wird alles nicht besser, was ich hier mache. Ich finde Klamotten, Tobi, und die sehen auch alle kacke aus. Oh Gott. So, hier noch ein paar Ohrtropfen. Okay, gut. Ich habe einen Alteisenbrustpanzer, Tobi. Ich habe Glück gehabt. Jetzt kann mich nichts mehr stoppen. Ich bin eine One-Man-Army. Nice. Bestimmt erschöpft man jetzt auch schneller, wenn man sowas trägt, ne? Oh shit, wir müssen... Ich kann das mir vorstellen. Also Tobi, wir müssen uns zuerst zusammenraffen, glaube ich. Wir müssen uns zuerst ganz dringend zusammensuchen, bevor wir jetzt hier auf eigene Achse was machen. Und ja. Ich glaube, oh, Baumwollpflanzen. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie Wasser und Nahrung kriegen. Oh ja. Warte mal, lass mal kurz gucken, wo könntest du denn sein? Wie haben wir das damals gemacht? Ich bin hier bei einer... Ich habe keine Ahnung. Ich bin irgendwo bei einer Kreuzung. Meine Koordinaten. Wenn du auf M drückst, hast du oben rechts Koordinaten. Ah, ja. Ich bin mal 1783 W und 1021 N. Ich bin super schlecht bei sowas. Wo bist du denn? Ich bin bei... Warte. 149 0 829. 149 0, was? Also 1490, sagst du? Ja. 1490 W? Da steht kein W. Wie, da steht kein W? Da steht oben rechts bei diesem Fähnchen, oder? Ja, genau. Also bei diesem, wenn du mit der Maus über die Map gehst bei dir, ne? Ja. Dann ändert sich die Zahl, ja. Genau, da steht aber nur 149 0 827 N. Steht bei mir da oben. Ach, O ist Ost, Tobi. Ich glaube, das ist Ost, oder? Das ist ein O, das ist eine Null. Aber, oh Gott, wie groß ist die Map? Aber, hä? Aber wieso? Ist das ein O? Oh ja, ach du Scheiße. Ja, ist ein O. Oh Gott, Tobi, wie sollen wir uns finden? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich geh jetzt einfach Richtung Osten und du gehst Richtung Westen, ja? Wir versuchen das mal irgendwie hinzukriegen. Ich geh einfach nur Richtung Westen. Ganz normal. Nicht Südwesten, einfach nur Westen. Ja, wie ist deine Endzahl hinten? 853. Okay, ja, es müsste reichen, wenn ich Richtung Osten gehe, einfach. Okay. Ich mache mich mal auf den Weg. Ich laufe auch mal Richtung Westen. Ich laufe auf der Straße. Ja, ich auch. Ich bleibe auch nur auf Straßen. Ich versuche mal nicht irgendwie durch die Natur zu laufen. So, Futter und Trinken scheint alles noch gut zu sein. Ich versuche mal auf der Reise irgendwie Wasser und Nahrung zumindest mitzunehmen. Ja, hier stehen ein paar Autos rum. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Ja, hier auch. Ich habe nur keinen Bock, gleich wieder überladen zu sein, weil das passiert ja sehr schnell, glaube ich. Hä? So, das nehme ich nicht mit. So, oh nein. Führt der Weg durch eine Stadt? Da drüben ist auf jeden Fall ein Zombie. Ich habe leider noch
nichts, womit ich mich wehren kann, außer der Fackel. Oh geil, er brennt. Das funktioniert gut. Vor Leidenschaft. Wahrscheinlich, oh. Das ist ein bisschen sauer jetzt. Was ist denn? So. Zombie süß sauer. So, warte. Hier ist eine Brücke. Information Center, okay. Ich bin jetzt bei einem... Was ist das? Eine Tankstelle oder irgendwas? Irgendein Service Center, was wahrscheinlich ungünstig ist, weil da stehen mehrere... Oh, da hinten läuft auch noch einer rum. Ja, mal, wie heißt das hier? Da vorne sind auch Gebäude. Ist bei dir auch Schnee? Nee, nee, nee. Ich bin jetzt bei Savage Country, huch, und es laggt ein bisschen. Rugged Wear for Primal Survivors, huch! Ich bin in einem ich hab einen Survival-Laden gefunden, Tobi. Cool. Warte mal. Ist das der Laden? Oh, ist das der Laden, Tobi, wo wir früher auch mal waren? Der über die Brücke einfach rübergeht? Ich glaube, wir waren hier früher. Ich glaube, ich erinnere mich an den Laden. Problem ist. Oh ja, hier gibt es natürlich auch. Hier gibt es auch Zombies. Okay, da gehen wir mal später rein. Ich würde das jetzt am liebsten schon alleine machen, aber da gehen wir später zusammen rein, lieber. Ich lass hier mal aus. Ja, ja. So. Ah. Müll durchsuche ich trotzdem. Jetzt vorhin hier, Alter. Brenn, du Schwein. So, ich gehe jetzt Richtung Ansel Adams River. Ich gehe gerade über den Ansel. Das ist, glaube ich, die Brücke, die wir damals versucht haben, wo wir gedacht haben, die bauen wir ab oder wir bauen auf der Brücke unser Lager. Ich glaube, die ist das. Wir hatten. Ich war auch gerade bei der Brücke, aber das ist nicht. Das ist die nicht, oder? Ja, das ist die nicht. Ja, warte mal, ich laufe mal weiter Richtung Osten, mal gucken. 9.24 Uhr. Ah, wie gemein, dass man einfach an verschiedenen Orten startet. Ist das da vorne? Hm? Erik! Ach nee, das ist ein Zombie. Das war vom Laufen ja genau gleich, deswegen das vielleicht. Toll, Tobi, toll. Danke. Oh, Camping Area, geil. Boah. Lecklich. So. Also, Plan ist auf jeden Fall, wir machen uns wieder einen schönen Bunker, oder? Weil ich... Ja, klar. Ich hab immer bereut, dass wir damals, ne, es ging ja, wir konnten ja nicht weiterspielen damals, war ja leider ein bisschen scheiße alles. Und ich hab immer bereut, dass wir den Bunker nicht zu Ende gebaut haben. Echt, warum konnten wir damals nicht weiterspielen? Ich weiß, war es... Also, wir hatten irgendwie Probleme... Huch! Der ist im Knien gestorben, das sieht ja cool aus. Kann ich ihn umrennen? Ach, das... Jo, stimmt, wir hatten damals mit den Frames Probleme, ne, da war was. Ja, also war irgendwie ganz schwierig und aus irgendeinem Grund, wir waren irgendwie ganz mitten im Blutmond und irgendwas war da. Okay. Eigentlich kann ich auch ignorieren, ich muss den gar nicht umbringen. Okay, ich laufe gerade durch so ein kleines Dörfchen, durch so eine Stadt, das kommt mir auch sehr bekannt vor irgendwie. Ja, bei Städten passen wir auf, ne, weißt du ja. Ja, ist keine richtige Stadt, sind nur 3-4 Häuser, die hier so rumstehen. Oh, was ist denn hier los? Halt mich. Eine Hundehütte. Oh, es ist Bizarro-Pan. So, Bizarro-Pan schläft. Oh. Du hast nicht genug Ausdauer. Schwierig. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich renne die ganze Zeit und wenn du dann Kampf machst, ist nicht so gut. Ah, ich versuche das Rennen zu vermeiden. Ich würde aber auch gerne, wenn man irgendwie so eine Zeitlupe läuft. Naja, also ich renne auf jeden Fall, ich renne immer ganze Stücke. Und dann mache ich immer so auf, im unteren Drittel höre ich immer auf. Oh, Tobi, hier ist eine Farm mit Feldern. Und die sieht gut erhalten aus. Hä, wo kommt er denn her? Ich habe einen Huhn getötet. Glückwunsch. Hier ist ein Kanickel. Kannst du das abbauen? Bestimmt, oder? Kannst du bestimmt Chickenfleisch da rausholen. Ich prügel gerade mit der Faust drauf, ich guck mal. So, ich glaube, ich komme zu einer Stadt. Ich bin mir nicht sicher. Und ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, da reinzugehen. Wir können gleich mal Status durchgeben, wo wir sind. Gerade ungefähr. Warte. Was ist denn hier? Maissamen. Ich habe Maissamen, Tobi. Neuer Tagebucheintrag Ackerbau. Ja, da freue ich mich schon drauf. Geil. Ich weiß, man kann keine Felder mehr machen, aber ich werde trotzdem alles versuchen, was in meiner Macht steht, um irgendwie Sachen anzubauen. Nahrung. Denn wir müssen überleben. Das ist unser Hauptattribut, Tobi. Oh, was ist denn das? Die Stadt hat noch Strom. Ist das eine gute Idee, hier durchzulaufen?
Auch wenn ich jetzt mir wahrscheinlich sehr dumm bei der Frage vorkomme, aber ich muss schon Richtung W laufen, ne? Genau, genau. Ich laufe Richtung O, also nach Osten, und du läufst nach Westen. Dann müssen wir uns eigentlich irgendwann entgegenkommen. Okay. Ich habe hier gerade so einen Laden gefunden, der heißt Thorn Vic Garrison Thorn Lawn. Den kenne ich auch noch irgendwo. Hört sich noch ein paar Klippen. So, die Fackel ist ein Traum, aber leider ist die Fackel bald kaputt. Muss mal gucken, wie man neue macht. Oh, nö. So, ich gehe. Bist du durch die Stadt gegangen? Ist das eine gute Idee, hier mitten durchzugehen? Aldos Kabinett, Bell's Bakery, Pops Porn Shop. Du bist nicht bei Pops Porn Shop, ne? Das war irgendein anderer, oder? Das war ein anderer, ja. Ich hab immer einen Wegpunkt gemacht. Das ist nett. Oh, das hätte man vielleicht gleich machen sollen. Ich hab's nice. Vorne sind zwei Häuser oder so. Okay, ich bin durch die Stadt. Pops Porn Shop. Kann man überall noch reingucken. So, leere Gläser habe ich ein paar, das ist ganz gut. Da können wir später... Bist du da vorne? Ja, da bist du. Hallo! Warte mal, das bist du? Oh, Tobi! Oh. Hey! Na? Ja, ruckzuck, Herr General! Wie cool, Tobi! Ja, wir haben es geschafft, direkt in der ersten Folge. Ich freue mich. Voll geil. Hallo. Nice. Na, schicke Friese, mein Lieber. Also ein bisschen unterwegs gewesen. Papa, nicht? Ist das nicht kulturelle Aneignung? Die Frisur? Wow, Tobias. Zum Glück gibt es hier keinen Twitter mehr, sonst, ne? Oh. Schwierig. So, oh nein, was? Schlösser knacken. Tobi, ich kann jetzt Schlösser knacken, aber ich bin ein bisschen überladen. Was dich bestimmt verwundert. Ich aber auch schon, also mein Inventar ist auch fast voll, also ich war auch gut dabei. Also ich würde dir einen Vorschlag machen, irgendwie habe ich Lags gerade ein bisschen, ich weiß nicht warum. Ich hoffe es liegt Ich habe auch zwei Stück. Oh, sehr gut, ess die mal auf, die brauchen wir noch. So, ich würde vorschlagen, durch die Stadt zu gehen und da drüben war dann dieser Bauernhof. Ja. Ne? Weil wir müssen, ich glaube, wir müssen uns ja erstmal für die Nacht absichern. Es ist 10 Uhr jetzt. Warte mal, ist hier noch jemand? Nee, ne? Face the beer, drink for free. Geil. Geil, eine Bar haben wir dann auch. Das ist cool. Huch. Hey, mach keinen Scheiß. Hä, die Beine, guck mal. Voll die Klumpen, die sich irgendwie so nach hinten rechts, nach links und rechts wabbeln. Ja. Okay, sieht nicht so beeindruckend aus, das Kriechen hier. So, warte, haben wir hier noch was? Was ist das? Lehmboden. Ich lasse hier mal drin. Ausnahmsweise, was ist hier? Chrysanthemen. Was konnte man aus den Pflanzenfasern nochmal machen? Medizin, ne? Also oben rechts steht auf jeden Fall, was unser Goal ist. Wir müssen jetzt einmal einen Schlafsack machen und würde ich vorschlagen, dass wir das vielleicht nicht in der Wildnis machen, oder? Ich weiß halt auch nicht. Ich kenne mich halt auch nicht aus. Also auf jeden Fall können wir daraus Rüstung machen und Schlafsäcke, das weiß ich noch. Ansonsten keine Ahnung. Vielleicht irgendwelche Stoffe, ein leichtes Sommerhemd. Es macht schon ein bisschen süchtig, das Zeug zu sammeln, ne? Es ist ein bisschen wie bei The Witcher, wenn du anfängst, Blumen zu sammeln. Ja, oder überhaupt alles zu öffnen und alles mitzunehmen ständig. Übel. Auch die ganzen Tränke, die man eigentlich nicht braucht. Oh ja. Du hast noch 70 Tränke, aber ich meine, 20 weitere, wo bist du denn? Haben ist besser, ich sammle Pflanzenfasern, Erik, es tut mir leid, ich komme. Achso, alles gut. Ich gehe schon mal zum Farmhaus und guck mal. Ja. Ist das, wo wir damals auch waren? Nee, oder? Also die Map ist auf jeden Fall anders, glaube ich. Also kommt mir... Und ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich glaube nicht, dass wir so einen fetten Berg davor hatten. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Stimmt, den hatten wir nicht. Den hatten wir nicht. Ich glaube, ich habe Eisen gefunden. Ich habe auch Eisen. 11 Stück. Oh, geil. So, guck mal hier. Da wächst der Mais, Tobi. Aber ich glaube... Das ist an sich... Und es gibt sogar eine Vogelscheuche. Tote Mais. Ja, doch, ich kenne, also die Anordnung von diesen beiden Gebäuden kenne ich noch. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, weil das war nicht neben so einer, das war schon bei einer Stadt, aber nicht direkt daneben. Nee, aber das waren die gleichen zwei Gebäude, die wir bei uns auf der Farm hatten.
Ja, und das, wir haben doch so Gräben dann auch gebaut, ne? Das stand genau so. Genau, da hinten, genau. Aber hier war nochmal so eine fette Scheune. Und da genau, war der genau. Und da gegenüber war noch ein anderes Haus, wo wir dann auch später noch reingegangen sind und so. Und neben dem Haus, was denn? Da oben läuft. Ich glaube, das ist Reinhold Messner, Erik. Oh! Guck mal. Hä, wie der sich festkrallt. Der geht ganz normal den Berg runter. Ich hab mich grad, der hat eigentlich gar keine Fußzehen mehr. Ich hab mich gerade noch gedacht, beim Blutmond sind wir eigentlich safe, weil da die Berge sind. Da kommt doch bestimmt keiner rüber. Ja. Ach, der geht wieder hoch. Wieder. Ja, sicher. Kann man halt mal... Nee, hoch kommt er nicht mehr. Okay. Vielleicht auch den Berg bauen. Vielleicht wieder oben auf dem... Hey, Tobi! Geil! Hey, hallo! Hauptsache das Game austricksen, hallo! Ja! Oh, Tür ist verschlossen. Verdammt, die Tür ist verschlossen, Tobi. Wie kommen wir denn da rein? Ein Motor. Huch. Hier ist ein Motor drin. Oh, Heidelbeerpflanze. Oh, ich höre jetzt schon Zombies. Ach, da hinten. Meine Fackel ist leider am Arsch. Gnädigste, können Sie mir helfen? Hä? Was macht denn die Fackel in deinem Arsch? Hä, was macht die denn? Der Zombie ignoriert mich und haut gegen das Treppengeländer. Obwohl ich genau hinter ihr stehe. Oh, jetzt hat sie. Tobi, warum? Wieso rennst du? Weil du mich angezündet hast, glaube ich, zusammen mit ihr. Oh, das ist nicht au, so gut. Au, au, au. Hört das auch wieder auf? Ja, jetzt 7 Sekunden oder 8 okay. Sekunden. Okay, also merken. Keine gute Idee. Blöde Kuh, du. Beware of dog. Warum schreiben die das auf eine Hündehütte? Da bringt's doch gar nichts. Als ob jemand reingeht, weißt du? Oh, stimmt. Oh, die Wäsche ist aber schön. Oh, die Wäsche ist aber noch schön weiß. Das finde ich gut. So, okay. Kommen wir denn hier rein? Mal gucken. Ist alles verschlossen, steht da. Oh, hier kann man hochklettern. Oh Gott, das wird dauern. Wo denn? Oh, hier kann man auch rein. Ach du Scheiße. Hier? Oh, wie cool. Ich hab Angst. So, wieder die Fackel dabei. Ja. Oh, Alter! Alter! Was ist mit dir, Junge? Der ist aus dem Schrank gebrochen. Willst mich verarschen? Mach weg, mach aggressiv, du! Hey, Tobi! Oh, noch ein Buch? Der Schlagmann Band 7? Geil. Kann ich die einfach so lernen? Nee, ne? Benutzen. Ach ja, stimmt, die Bücher konnte ich nicht lernen. Oh, ich hab's benutzt. Benutzen. Was es bringt, weiß ich nicht. Gab ein schönes Geräusch. Oh ja, ein Bling-Bling-Geräusch. Cool. Oh Gott. Es ist ja ganz furchtbar, wenn hier jemand rausbricht. Ja. Die Tür ist verschlossen. Ich hab Angst, auf den Dachboden zu gehen. Ah. Du stehst auf mir. Ja. Auf meinem Gesicht. Magst, dass der gleich wieder irgendwas um die Ecke springt. Wir können ja noch nicht. Gut, dass du vorgehst. Oh, hier liegt ein. Bravo. Hinter dem. Oh, oh, zwei. Lass uns gehen. Können die den Leiter benutzen? Es hört sich an, als wenn die überall gehen bei den Soundeffekten, also richtig Mühe gegeben war. Ja. Okay, sie können. Ciao, Tobi. Okay, tschüss. Die kommen bestimmt runter, die ne? Kommen auch, die kommen hier auch runter, ja. Ist aber okay, dann können wir uns jeder einen schnappen. Oh nein! Oh, oh Gott. Oh. So, Vorsicht. Vorsicht, Tobi, es sind zwei, ne? Also geh ein bisschen in Deckung auch immer. Ja, ja, ich hab meine Fackel. Bleib bitte weg. Okay, einer ist tot. Den Glück krieg ich Schaden, wenn ich voll weit weg bin. Das hab ich damals schon nicht verstanden. Au. Du Alter, ich hab mir gerade voll den Kopf explodieren lassen. Geil. Puh. Geht es? Okay, super. Nice. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich einen Ort, wo... Ich dachte, wir wären schon tot. Boah, du warst tot. Alter. So, schön in den Rücken gefallen. Geil, was ist los, hä? Was ist los? Geil. Ich
Schwagersohn und Brüder. So, geil. Dann haben wir jetzt aber einen Dachboden ohne Zombies, ne? Ich hoffe, die respawnen da nicht irgendwie, wenn wir da sind. Es wird ja so eine Range geben, wo Zombies nicht respawnen, oder? Also, ich habe so einen Cube, mit dem können wir den Range definieren für Multiplayer. Ich weiß aber nicht, ich bin durstig. Oh nein. Shit, was habe ich denn überhaupt alles? Dose Chili? Trübes Wasser? Habe ich irgendwas zu trinken? Nee, ich habe nichts zu trinken. Shit. Oh, da kriegt man 12% Durchfall. Das ist aber nicht so geil. Ja, Durchfall möchte man nicht haben. Mal Wasser? Wie konnte man Wasser denn nochmal aufbereiten? Bestimmt im Destillationsgerät oder so? Du, wir müssen wahrscheinlich einfach das Tutorial weiterspielen, das erklärt es bestimmt. Ja, ja, das auf jeden Fall auch noch. Oh, ich bin da gerade auf dem Dachboden und mache meine Entdeckungen, Tobi, und das ist nicht gut. Ah, das was du. Denn? Guck mal, hier hinten. Die Farbe der Leiter sieht, Wie ist das? Ich weiß nicht, ob das Blut ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich runter will schon. Da geht's also ich jetzt. Ich kann noch nicht runter. Ich habe nur noch 15 Health, leider. Okay. Lass uns mal vielleicht die Schlafsäcke hier oben erstmal hinlegen, oder? Ja, würde ich sagen. Vielleicht. Ins Zimmer. Genau, hier hinten einfach rein. Bumm, fertig. Wie craftet man hier nochmal? Fertigung, glaube ich, ne? Ja. Genau. Schlafsack. Bupp. Fertige. Und fertig. Und dann einfach hier, glaube ich. Ja, das geht. Wie, kann ich rotaten? Wie war das alles nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ah, mit R kann man rotaten. Ah, cool. Ach, oder mit linker Maustaste. Okay. Mit rechter platzieren. Hä? Warum hast du Platz gelassen, Tobi? Weil ich Durchfall habe. Ich habe da drüber Wasser getrunken. Ach so. Sind wahrscheinlich ganz recht, dass ich da ein bisschen Abstand halte. So, wir müssen Schülerpflanzenfasern sammeln. Was geht los? Okay, Tobi, ich warte unten. Aber du hast wahrscheinlich genug Pflanzenfasern sowieso, ne? Ich hab ja, genug, ja. Tobi? Ja? Hier unten liegt ein Muskelshirt für dich. Hier. Geil. Zeig mal bitte. Kann ich das anziehen? Ich will deine Nippel nicht sehen, weil auf Dauer erregt mich das zu sehr. Und aus dem Stechen mir dauernd ins Auge. Wo zieh ich denn jetzt nicht das an, ey? Komm mal hier, geil. Ja, nein. Hey, Tobi, du siehst aus wie ein Urlauber. Oder wie ein Typ, der nach dem Studium nichts bekommen hat und viel zu spät aufsteht. Ich muss noch WoW zocken, Digga. So, ich muss noch ein bisschen hier. Jetzt Steinaxt fertigen, geil. Let's go. Okay, Stein, wo ist denn die? Da. Geil. Guck mal, Axt, Tobi, guck mal, Axt. Ach, hier ist Steinaxt, okay. Oh, jetzt wieder Pflanzenfasern sammeln. Alles klar. Pflanzenfaserhemd und Hose. Brauche ich beides nicht mehr, aber okay. Obwohl, Höschen. Höschen brauche ich noch. So. Wupp. Na, endlich kann ich mal meine Thrombosenbeine ein bisschen. Warte, was ist denn da los? Wo ist mein Höschen? Ah, hier. Ich kann hier gar nicht erkennen, wo es reinkommt. Nee, das kann man auch schlecht erkennen, tatsächlich. Okay, geil. Sieht schon mal kleidsam aus jetzt. Geil. Schmeiß den Knochen mal weg. Ach, ich muss das Pflanzenfaserhemd tragen, obwohl ich was Besseres habe. Ja. Wo kommt denn das hin? Gesicht? College-Jacke? Ganz unten. Schuhe. Beinschienen, Handschuh. Ach, Hemd. Ah. Man kann immer viel tragen. Krass. Holzknüppel fertigen. Geil. Ach, damit mein Inventar aber auch voll, muss ich sagen. Ja, same. Das Problem. Oh, ich habe gekochtes Wasser, das kann ich trinken. Wo packt man die Waffe hin? Ach, unten, ne? Die Leiste. Genau. Okay. So, Tobi, ich habe gekochtes Wasser getrunken. Ich bin sehr stolz. Ich habe es gar nicht gesehen, dass ich welches hab. Wie, du hast gekochtes Wasser? Ich hatte gekochtes Wasser. Das kann ja wohl die Wahrheit sein. Es war Schweiß, Tobi. Du kannst auch mal dran nippen. Nein, danke. Warum ist man so negativ? So. Primitiver Bogen. Okay. Wir haben noch die Notiz vom Duke. Die ersten Textfenster haben wir nicht mit aufgenommen, weil wir haben erst angefangen, als wir uns gesucht haben quasi. Die Axt mache ich dahin, das mache ich dahin, den Bogen. Der Bogen kommt dann auf die 1. Ich habe auch eins eingehauchtes Wasser da unten. Hä? Hä? Tobi? Hä?
cool. Rahmenformen fertigen. Rahmenform platzieren. Rahmenform verbessern. Rahmenformen fertige. Das kommt mir noch sehr bekannt vor. Irgendwie, ja. Aufheben. Aber den Bogen wieder raus, wa? Tobi, bitte. Erikst du drei. Das wollte ich gar nicht. Okay, kann was ich ist Rahmenformen? Warum? Wieso? Wie kann ich ihn verbessern? Das war dieses Bauding, womit man, ne, und dann kommen ja, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, hat man, glaube ich, Steine dran gemacht und so, aber wie verbessert man den? Rahmenform, baue eine Basis. Warte mal, ich guck mal kurz. Haben wir ja Rahmenform, Überbelastung, brandgefährdet, Formenmenü, ah hier. Im Formenmenü kannst du für gewisse Blöcke individuelle Formen oder Varianten wählen. Lege den gefertigten Block auf deine Leiste, halte die Nachladeaktion gedrückt oder Shift nachladen und wähle die Form aus dem Kreismenü. Oh, warte mal, das muss ich mal kurz. Wie ist denn. Aber er ist doch Reload, oder? Ist er nicht Reload? Ich hab. Oh, keine Ahnung. Du musst es reparieren, bevor du es aufheben kannst. Och nö, das ist so scheiße. Weil du draufgehauen hast wahrscheinlich. Okay, warte, ich halte mal ein bisschen Abstand zu Tobi. Er ist Rotate. Oh, ich hab Caps Lock an, cool. Ups. Ach. Oh, 7 von 8 ist das schon, okay. LK. Huch! Oh, hab ich einfach variabler Formhalter. Okay, ich gehe mal ganz kurz eben in die Option und mal ganz kurz gucken, wie ist denn hier Steuerung. Bewegung. Wo ist denn hier Nachladen? Primäre Aktion, sekundäre Aktion, Nachladen, alles nehmen. Hä? R ist das? Das okay. Doch. Warte mal, da geht ein Zombie gerade die Treppe hoch. Hey! Oh Gott, nein! Oh, was? Oh! Hey, Pferdschwabbel, bleib mal stehen! Hey! Kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist mit dem? Ich hab ihn gerade abgeschossen mit dem Pfeil. Geil. Was ist das? Oh, aua! Tobi, pass auf mit deinen 15 Hitpoints, ne? Oh, ich glaube, wir haben Friendly Fire irgendwie an. Oh, ich kann Steinfall wieder. Der Plotterarsch. Blub. Oh, das ist aber kack. Wo kam der denn her? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht gut. Oh, ein grünes Coupé mit. Oh, wir haben einen Motor für ein Auto. Geil. Haben wir damals bei dem anderen Spiel schon ein Auto fertig gehabt eigentlich? Nee, wir hatten geile Fahrräder. Ach ja, stimmt. Ja, geil. Die Fahrräder. Oh, die will ich wieder haben. Aber die Scheune hier scheint mir eigentlich ganz cool zu sein. Aber das Problem ist, hier ist alles aus Holz und wir brauchen eigentlich alles aus Stein. Ja, das stimmt. Ach, Shift und... Ach, du Scheiße. Was zum heiligen Fickerias? Was? Was haben die getan? Okay, Tobi, warte mal. Das Bausystem, das müssen wir erstmal lernen, aber ich mach jetzt mal hier. Okay, wie geht das? Formen. Ich weiß noch nicht genau. Rahmen. Verstehe ich noch nicht ganz. Metallträger. Okay. Zerstört. Das mit dem Rahmen verstehe ich noch nicht ganz. Ach, okay, warte mal. Hast du den jetzt hingesetzt oder wie hast du das jetzt gemacht? Warte mal, ich mach das mal hier. Geht das an der Hauswand?
Tobi, du wirst dich freuen. Guck mal. Ich habe einen Tee gemacht. Yay. So, wie ich das verbessere, weiß ich auch noch nicht genau. Wie hast du das mit der Form gemacht? Shift-R. Wenn du das Ding auswählst, Shift-R und dann viel Spaß. Was? Ach du heilige Maria. Ja! Was? Ich hab keine Ahnung. Leute beschweren sich ja immer, ne, dass ich das Bauen immer vorwegnehme und du da so wenig Anteil dran hast. Ich find's eine tolle Idee, Tobi, wenn du vielleicht mal hier... Nein. Hä, warum bist du denn jetzt so? Auf gar keinen Fall. Hä? Hä? Du, was, Tobi, versteh ich jetzt aber auch nicht, warum. Aufbewahrungswürfel. Komm, auch Bienen sammeln. Aber wie verbessert man das? Das würde ich auch gerne wissen. Ich wollte hier ins Tutorial gucken, aber irgendwie vor Menü Blöcke platzieren. Die meisten Baublöcke haben 24 Stellungen. Einige haben 28, einschließlich 45 Grad Stellungen. Rotiere Blöcke mit der primären Aktion, rotiere rückwärts mit der Nachladeaktion. Stellungen. Nimm mal deine Axt und hau mal mit rechter Maustaste da drauf. Oh. So war das. Alles klar. Ich erinnere mich. Okay. Lagerfeuer fertigen, machen wir das mal. Das sollte man vielleicht oben auf dem Dachboden machen, ne? Ich stelle meins mal hier unten hin. Ich glaube, meins, wir brauchen zwei oben. Wahrscheinlich nicht. Ich nehme es trotzdem mal mit hoch. Kann ja nicht schaden. Kann man Lagerfeuer als Zombie-Fallen machen? Wenn die hier durchkommen zum Beispiel, dass man hier einfach ein Lagerfeuer querstellt. Und dann brennen die automatisch. Soll ich meins mal unten an die Leiter stellen? Ich meine, wir können da ja von wegspringen, ne? An die Leiter oder an diesen Durchgang da, zwischen den Zäunen hinter dir? Wo der Fette gerade durchgekommen ist. Wo ist denn der Fette durchgekommen? Hier? Ich glaube, da zwischen diesen beiden Zäunen. Ach nee, das kann man nur benutzen, wenn was draufsteht. Wie, wenn was draufsteht? Hä? Wenn du was kochst, brennt das nur. Das brennt nicht dauerhaft. Ach so. So, zum Benutzen. Reise zur Siedlung. Finde Händler. Was? Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen... Ich glaube, das sagen die allen. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Noah, ob das so cool ist? Ja. Jetzt müssen wir 400 Meter in diese andere Richtung da hinten schlawenzeln. Aber ich würde vielleicht erstmal gucken, dass wir was zu trinken haben und vielleicht, also wenn wir das hier als Base nehmen, vielleicht eine kleine Kiste bauen oder sowas? Wo wir vielleicht schon mal überflüssigen Scheiß reinballern? Bin ich auch hart dafür. Kann man hier Sachen wegräumen? Eigentlich ging das. Okay, man kann Sachen abbauen, das geht. Okay, ja, das ist cool. Ich mach mal eine Aufbewahrungstruhe und ich würde sagen, nächste Folge, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wohin und was wir machen. So. Ich würde sagen, wir machen uns hier erstmal ein bisschen wohnlich, oder? Tobi! Ja? Ich habe 27 Geschossspitze. Was? Ich habe Geschossspitze. Nein. Ja. Die richtigen Originalen? Die originalen Geschossspitzen. Nein. Ach, ist das schön. Da sind wir wieder. So, Maismehl. Ja, ich schmeiß das mal alles hier, kleiner Stein. Kleiner Stein behalte ich nochmal für Crafting. Leerer Wasserkrug behalte ich auch nochmal. Einen Kochgrill habe ich noch. Ich schmeiß mal alles in die Kiste hier. Feder, Messing, Türgriff, kurzes Eisenrohr, Holz behalte ich mal. Maissamen. Maissamen. Dietrich behalte ich auch mal auf Tash. Und Steinpfeil, Munition behalte ich auch mal. So, den Rest, Bist du unten? Nee, ich bin gerade oben bei uns im Schlafraum. Ach, hier hinten? Ah, okay. Und ich habe jetzt diesen komischen... Hier hinten, oder was? Genau. Erik? Kannst du da dran? Behälter sortieren. Das hilft mir nicht, Tobi! Aber... Ja,
mit E. E gedrückt halten. Ich hab mich erinnert. Entriegelt. Guck mal, jetzt müsste gehen. Ich hab mich einfach erinnert, Tobi. Aber dann habe ich hier noch diesen komischen Gebietsstein. Kann man den mitnehmen später? Was macht denn der? Die Kisten, wie schön groß die Kisten sind. Ja, oh, ein geil. Traum, ein oh, Traum. Geil. Da kann sich Raftman eine Scheibe von abschneiden. Weiß nicht, was du meinst. Okay, wir brauchen noch... Kann ich Wasser eigentlich auf dem Ding hier einfach kochen? Geht das? Wenn ich hier Wasser... Wir brauchen Brennstoff. Warte mal, ich hab was. Ja, ich hab mal. Warte mal. Oh, den Grillrost kann ich auch drauflegen, ne? Ja, ich habe auch einen Kochtopf, aber den kann ich nicht drauflegen, komischerweise. Hä? Vielleicht... Mein Grillrost konnte ich drauflegen. Oh nein, ja? Mess. Ich sehe diesen Messbecher. Nein. Ich sehe einen unheiligen Messbecher, Tobi. Please don't. So, aber was kann ich jetzt... Ausgabe, einschalten. Boah, ist das hell. Aber wie kann ich denn... Wie kann ich denn kochen? Trübes Wasser. Rezepte. Gekochtes Wasser. Trübes Wasser 1 von 1. Kochen. Ach. Ach. Ich muss nur in die Rezepte rein. Alles klar. Warte mal, das dauert 40 Sekunden? Pro Wasser? Wir werden wohl doch ein zweites Lagerfeuer brauchen, wa? Ja, dann. Aber wo ist denn? Würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge zu Ende, wa? Ja, ich weiß es, aber ich blick gerade noch nicht genau, wo ich gucken kann. Es brennt und hier ist das Wasser. Aber es kocht, glaube ich, auch irgendwie, aber ich sehe halt nicht. Ah, naja. Ja, gucken wir in der nächsten Folge, ne? Oh, warte, jetzt ist das Wasser fertig. Ich habe eingekochtes Wasser. Geil. Was hast du da noch? Ach so, Brennstoff braucht man dafür auch, ne? Ja, genau. Aber das ist einfach Holz. Das kriegen wir easy hin. Ja. Dann würde ich sagen, nächste Folge, 14.39 Uhr. Nächste Folge müssen wir zum Händler. Und dann müssen wir auch bis zum Abend bei ihm angekommen sein, glaube ich. Schauen wir mal. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, Weil ich glaube, nachts ist nicht mehr so. Pille-Palle. Muss man an dem Ding stehen bleiben? Nee, das kommt von allein. Ah, oh, haben wir da Besuch? Hab ich gerade was gehört? Oder war das gerade mein Hunger? Weil ich bin hungrig, Tobi. Warte mal, ich gönn mir gerade ein Sandwich. Ach, natürlich, klar. Natürlich, ne, lass dir nicht verlieren von mir. Nö, auf keinen Fall. Es mundet auch sehr. Ja, das freut mich, Erik. Toll. Ja, ja, geil, danke. Danke, dass du bist, Tobi. Nice. Schön, ich gönn dir das total. Kannst du mich ja dann essen, wenn ich tot bin. Du, würde ich machen. In einem Sandwich. Geil. Ja, Tobi, wollen wir nächste Folge und so? Ja, das müssen wir wahrscheinlich, ne? Ja, wird sonst zu spät, wenn ich auf die Uhr gucke. Geil. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis zur nächsten Folge. Und dann, wir kriegen das langsam alles wieder hin. Das ist, ne, das Muskelgedächtnis kehrt langsam zurück. Sigi, das kriegen wir hin. Geil, Tobi, bald ist Blutmond. Nice. Nice. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.